Was bedeutet es für dich, ein nachhaltiges Leben zu leben? Ja, ich bin Steffi, bin 41 und komme aus Frankfurt. Und ja, für mich bedeutet das in erster Linie, dass ich meinen ökologischen Fußabdruck möglichst gering halte. Ja, in jeglicher Hinsicht eben möglichst so zu leben, dass ich an Ressourcen nur so viel verbrauche, wie ich wirklich brauche. Also mir auch immer wieder die Frage zu stellen, was brauche ich eigentlich wirklich? Und ja, diese Art und Weise, anders zu leben, als es die meisten Menschen tun in diesem zivilisierten Leben, in den Städten und überhaupt im Westen, anderen zu zeigen, dass es anders geht, dass es Alternativen gibt und das eben auch anderen zu zeigen und zu zeigen, dass es keinen Verzicht bedeutet, wenn man nicht alles das haben kann, was die Konsumwelt so einem vorsetzt. Und ganz besonders finde ich es wichtig, dass Kinder schon ganz früh Alternativen kennenlernen, dass sie in der Schule nicht nur lesen, schreiben und rechnen lernen in erster Linie, sondern ich finde es in der heutigen Zeit viel wichtiger, dass Kinder lernen, wo die Nahrungsmittel herkommen, wie wichtig es ist, dass wir sauberes Wasser und saubere Luft haben, dass sie auch ein Teil von der Natur sind und dass sie eben diesen Planeten, also dass wir alle uns diesen Planeten mit so vielen anderen Lebewesen teilen. Und dass es deshalb wichtig ist, das zu erhalten. Ja, das bedeutet konkret, so im Alltag, dass ich wirklich darauf achte, Lebensmittel aus der Region zu besorgen, dass ich möglichst wenig an Strom, Wasser und Energie verbrauche, dass ich viel mit dem Fahrrad fahre, dass ich schaue, wenn ich was kaufe, dass es nicht unbedingt Sachen sind, die von sonst woher kommen. Ja, und vor allen Dingen finde ich es total gut und auch schön und ganz wichtig, mich zu vernetzen mit anderen Leuten, die auch Alternativen zu diesem Leben gefunden haben. Und das ist wirklich, finde ich, unglaublich toll, was sich da entwickelt und wie viel Menschen schon, ja, so tolle Projekte gestartet haben.